Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Lucinda Greens Equestrian Challenge. Yay, das Spiel war heute endlich in der Post. Ich kann es kaum erwarten, es endlich zu spielen. Und ich konnte es mir auch nicht verkneifen, schon mal einen privaten Testlauf zu machen, offscreen und mit einem eigenen Speicherstand. Und ich bin bisher echt begeistert von dem Spiel. Was gibt es zu dem Spiel zu sagen? Es ist schon etwas älter. Es läuft tatsächlich sehr gut auf Windows 7. Ich hatte anfangs Bedenken. Und es ist sogar relativ teuer, aber es soll sogar eine der besten Reitsimulationen sein, die es zurzeit gibt. Ihr dürft gespannt sein. Wir fangen jetzt an, indem wir einen neuen Speicherstand erstellen. Und den überschreiben wir, das sind nur die Testprofile. Wir sind weiblich. Deutsch. Na, wo haben wir es? Okay, die Augen sind einen Ticken dunkler bei mir. So circa. Okay. Luca. Huch. Und wir spielen auf normal. Ja. Hallo, ich bin Lucinda Green. Willkommen zur Equestrian Challenge. Deine Reitkünste haben mich beeindruckt und ich denke, dass du mit dem richtigen Training bald an Wettkämpfen teilnehmen könntest. Nun, als erstes solltest du dich zu den Stallungen begeben und dein Pferd auswählen. So, und ihr wisst, dass ich Rappen liebe. Und deswegen werden wir uns gleich einen Rappen erstellen. Ich werde als Rasse das irische Sportpferd wählen, einfach weil es zum Anfang schon die besten Stats, die besten Attribute hat. Natürlich einen Hengst und einen großen Hengst. Huch. Er wird schwarz sein. Die Feldzeichnung können wir uns gerade mal angucken. Das ist eigentlich auch ganz hübsch. Das ist auch nicht schlecht. Aber ich bleibe bei der Standardfeldzeichnung. Und auf den Kopf bekommt er einen kleinen Stern. Mähne und Schweif werden auch schwarz. Die Beine bleiben so. Und hier hinten kann man sogar noch ein paar Fell-Tattoos, nenne ich sie, einfügen. Aber wir bleiben so und wir nennen ihn Adavi. Huch. Warum geht das nie beim ersten Mal? So. Jedes Pferd hat mehrere Eigenschaften. Tempo, Sprungkraft, Ausdauer, Vertrauen und Beständigkeit. Tempo bezieht sich darauf, wie schnell dein Pferd galoppieren kann. Das ist beim Cross-Country wichtig, bei dem du die Strecke so schnell wie möglich zurücklegen solltest. Sprungkraft gibt an, wie gut dein Pferd springen kann. Bei einem niedrigen Sprungkraftergebnis wird dein Pferd beim Showjumping wohl eher an Stange abwerfen. Durchaus Sinn. Ausdauer gibt die Zeitspanne an, in der dein Pferd im Vollgalopp rennen kann. Eine gute Ausdauer ist im Cross-Country wichtig, bei dem dein Pferd vor allem galoppieren muss. Vertrauen gibt an, wie oft dein Pferd für dich galoppieren und springen wird. Wenn dein Pferd viel Vertrauen hat, kannst du kurzfristig mehr von ihm verlangen, aber dadurch ermüdet es auch schneller. Wendigkeit bezieht sich darauf, wie schnell und präzise sich dein Pferd bewegen kann. Wendigkeit ist in der Dressur wichtig, bei der Timing und Präzision der Bewegung deines Pferdes bewertet werden. Okay. Gut, dann können wir jetzt ein paar Skillpunkte verteilen. Ich werde gerade alles erstmal einigermaßen gleich machen. So. Ja, bitte. Jetzt, wo du hier bist, lass mich dich herumführen. Die Koppel ist das Zuhause deines Pferdes. Hier solltest du Zeit mit ihm verbringen, ihn füttern, tränken und pflegen. Denk daran, dein Pferd muss in guter körperlicher Verfassung sein, um sein Bestes geben zu können. Es gibt drei Trainingsbereiche. Dressur und Showjumping finden hier in der Reithalle statt. Fürs Cross-Country gibt es einen Parkour, der dich über die Pfade der Umgebung führt. Hier sind die Stallungen. Du hast dein erstes Pferd bereits ausgewählt, aber später wirst du mehr als eins benötigen. In den Stallungen kannst du ein neues Pferd auswählen, bestimmen, welches du in Wettkämpfen reiten willst oder welches du überhaupt nicht mehr reiten willst. Das ist die Sattelkammer. Hier kannst du die Kleidung wechseln, die du für Wettkämpfe und Training anziehen willst, und auch den Sattel und das Zaumzeug deines Pferdes. Vergiss nicht, dass die Dressurpreisrichter von deiner Erscheinung beeinflusst werden. Es reicht also nicht nur gut zu reiten.
Du solltest auch gut aussehen. Kommt nur mir das so vor? Da ist die Frau unglaublich motiviert. Dies hier ist das Büro. Hier kannst du deine Fortschritte bei Wettkämpfen und im Training sehen und deine Einstellungen ändern. Durch die Tore gelangst du zu den Weltklasse-Veranstaltungen Adelaide, Berkeley, Badminton und Kentucky. Aber du kannst erst an Wettkämpfen teilnehmen, wenn du dein Training abgeschlossen und mich von deinem Können überzeugt hast. Neben Training und Wettkämpfen kannst du auch mit deinen Freunden reiten, solange sie selbst Pferd und Reiter kreieren. Du solltest dich jetzt zur Koppel begeben und dein Pferd zum Training vorbereiten. So, 2 Sterne Training freigeschaltet. Gut, dann kümmern wir uns mal um unseren Hengst. Hier auf der Koppel kannst du dein Pferd für zukünftige Wettkämpfe vorbereiten. Sorg dafür, dass dein Pferd gefüttert und getränkt ist, dass er gestreichelt wird und Leckerbissen bekommt, dass er gewaschen und gebürstet ist und für die Wettkämpfe Wenn dein Pferd in diesen Bereichen nicht vorbereitet ist, wird er nicht seine beste Leistung erbringen und deine Ergebnisse negativ beeinflussen. Ja, darf ich jetzt? Okay. Streicheln. Ja, du bist ein schöner Adar. Ja. Okay. Geh dein Ham-Ham fressen. Was läuft denn da? Ach, ist er süß. Ist das ein Eichhörnchen? Ist ja putzig. Huch, entschuldigt, dass ich gerade ans Mikro gekommen bin. Und trinken natürlich auch noch. So, wir sind vorerst fertig. Putzen können wir das Pferd noch nicht. Also gehen wir zurück. Jetzt, da dein Pferd soweit ist, wird es Zeit, dein Training zu beginnen. Auf und davon! Huch, nein. Das Training ist unglaublich wichtig, um deine Reitkünste und die Fähigkeiten deines Pferdes zu entwickeln. Ich erwarte dich oft hier anzutreffen, während du dich auf die Wettkämpfe vorbereitest. Du musst mir beweisen, dass du bereit bist, an Wettkämpfen teilzunehmen, indem du mir an jedem der Anlässe zeigst, was du kannst. Oh Gott, die Frau macht einen müde. Okay, Showjumping 1. 2 Sterne meine ich. Nein. Du musst nichts erklären. Und hops. Super. Für unseren ersten Durchlauf gar nicht mal so schlecht. Was für eine großartige Runde. Wie ich sehe, ist dein Showjumping gut genug, um an Wettkämpfen teilzunehmen. Okay, nochmal Skillpunkte verteilen. Jetzt musst du mir beweisen, dass du in der Dressur und im Cross-Country ebenso gut bist wie im Schwimmen. Aber ich sag's gleich von vornherein, ich bin grottenschlecht in diesem Dressur, in diesem Timing-Tastendrück-Zeug. Das wird sich vor allem ab dem 3-Sterne Wettbewerb zeigen. Also seid drauf gefasst. Ich bin mehr so der Reiter fürs Gelände und für den Springparcours. Gut, Dressur. Bevor wir beginnen. Du musst. Thank you.
Ups. Da hat man einmal gepennt. So weit, so gut. Eine gute Darbietung. Deine Dressurkünste sind nun gut genug für Wettkämpfe. Yay! So, nochmal eine Runde skillen. Doch lieber noch einen Punkt zu Vertrauen, Ausdauer. Jetzt musst du mir noch beweisen, dass du im Cross-Country gut genug und bereit bist, an einem Wettkampf teilzunehmen. So, dann machen wir das doch. Schauen wir uns den Parcours mal von oben an und dann geht's auch los. Ich finde ja die Umgebung dieser Trainingsstrecke total schön. Aber wenn es hier in der Umgebung mal so einen Geländeparcours geben würde, das wäre echt cool. Nein, 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 du musst mir überhaupt nichts erklären. Ich weiß alles schon. Aber danke. So, für unseren ersten Geländedurchlauf ist das eigentlich doch relativ gut gelaufen. Du hast die Strecke gut geritten. Ich möchte sehen, wie du mit dem Cross-Country in der Wettkampfsituation umgehst. Wie der beste Pro-Gamer, auf jeden Fall. Nein, Quatsch. Gut, Tempo, Ausdauer und Vertrauen. Gute Arbeit. Das ist dein letztes Two-Star-Training. Okay, normale Show-Jumping-Outfits, normale Dressur-Outfits, Bürsten, 2-Sterne-Event. Gut, dann würde ich sagen, mache ich hier erstmal wieder einen Break. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch einen Daumen hoch oder Daumen runter, da je nachdem, wie es euch gefallen hat. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in Part 2 wieder, wenn wir uns dann an die Wettkämpfe machen. Und
Ja, lasst es euch gut gehen an diesem schönen Wochenende und bis dann.